Okay, wo muss ich jetzt hin? Einfach nur abwarten und Tee zu mir nehmen. Nehme ich an. Mag euch nicht. Geh weg. Ist hier irgendwo ein Countdown? Okay, Wände. Wir hier hinten. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich habe es gesammelt. Da ist der Sturm, hier ist ein Haus. Da kenne ich mich ein und da kenne ich mich aus. Und ein Typ hat das Spiel verlassen. Ist aber nicht sehr erhebend. Mal sehen, was drin ist. Und das ist noch weniger erhebend. Schauen wir uns mal um. Gute Arbeit! Auf zur Erkundung. Sieht verlassen aus. Was hast du denn erwartet? Ein geheimes Forschungslabor. Na endlich! Das ist ja Wintertech-Ausrüstung. Was macht die denn hier? Schau dir mal den Computer an. Wovon redest du? Wow, interessant. In Vorbereitung auf den Sturm haben die Wintertech-Labore experimentelle Waffen entwickelt. Normalerweise würde mich sowas stören, aber heutzutage fahre ich voll drauf ab. Dieses Labor hat an einem Projekt mit der Bezeichnung Atmosphärenlaser gearbeitet. Ich habe die Skizze runtergeladen. Probieren wir es aus. Zur Initiierung brauchen wir etwas Blue Glow, um die Waffe mit Energie zu versorgen. Im Labor sollte einiges sein. Schön, dass du mir das erzählst. Ich habe so eine Ahnung, dass wir uns einen Vorrat an Patronen zulegen sollten. Es gibt zwei Arten, Kugeln herzustellen. Du kannst dein Inventar öffnen und die Kugeln auswählen, die du herstellen möchtest. Du kannst auch deine aktuelle Waffe nachladen, um die nötigen Kugeln herzustellen. Lass uns Kugeln herstellen. Okay. Ich brauche ich denn? Die da. Wir sind soweit. Ich habe das Ziel auf deiner Karte markiert. Ja, danke. Muss ich nicht irgendwo Blue einfüllen? Der sich hier raus oder wie? Sechshundert. Dahinter? Sand. Habe ich 1100 Patronen. Ja, wir müssten, glaube ich, da oben hin, wo Ski kämpfen und so. Markierung ist da vorne. Wunderbar dekoriert hier das Haus. Hat bestimmt irgendeiner schon was abgerissen von.
Da ist das Ziel. Ja, ich bin ein bisschen planlos hier gerade. Aber sind wir das nicht alle? Erhöht? Was? Ja, gut. Mach dich zum Ziel auf, wenn du bereit bist. Ja, bin ich gleich. Auch nur ein bisschen Blue Blue und Schilds. Dankeschön. Ich gehe einfach jetzt mal dahin. Da ist das Ziel. Laut Laborcomputer platzierst du den Atlas auf dem Ziel, gibst Blue Glow hinzu und wartest. Ja. Wie platziere ich denn jetzt einen Atlas? Was ist ein Atlas? Warum steht hier im Grill rum? Habe ich irgendwas mit Atlas? Dottchen, Dottchen, was habe ich denn hier alles? Kann ich nicht. Kannst du doch. Eine Blume. Wieso habe ich da jetzt zwei Dinge, wo ich hin muss? Also auf der Karte, die hier zu sehen ist. Achso, das ist das Ding und das ist das Ding. Ach, so mach ich das. So macht man das. Bereite dich auf einen Angriff aus dem Westen vor. Baue ein paar einfache Befestigungen, um den Atlas zu schützen. Ja, dieser Sturm wird stärker sein als der, den wir am Außenposten gesehen haben. Es gibt viele Möglichkeiten, eine Festung zu bauen. Du kannst deine Bauwerke bearbeiten, um Fenster und Türen einzubauen oder das allgemeine Design zu ändern. Im Bauen-Menü kannst du auch Fallen platzieren. Wenn ein Gebäude beschädigt wird, kannst du es mit der entsprechenden Ressource reparieren. Gute Arbeit! Leg Blue Glow in den Atlas ein. Missionskontrolle öffnen, wenn du bereit bist zu beginnen. Und Fallen. F5. Okay. Übertreiben mal ein bisschen. Also ich wäre soweit.
Ich lasse ihn einfach mal machen. Ich kann aber auch jetzt nicht doch irgendwie Fallen bauen, oder? Doch, ich habe hier noch Bodenstacheln. Aber mir fehlt Duct Tape. Kann ich Duct Tape machen? Da fehlt mir jetzt ein paar Sägekräuter zu. Was auch immer er gerade macht. Ich lasse ihn einfach mal machen. Das Westen. Da sind die Höhlen. Und Kerntemperatur extrem. Oh oh. Alles unter Kontrolle. Noch. Ganz genau. Unmöglich. Nö. Die Waffe ist die Dingsbums ist nicht schlecht. Habe ich die Tür nicht gesehen? Ist das zu fassen? Sekunden. Es wird auf jeden Fall was passieren. Es gibt keine.
durch. Geht doch nichts über bedenkenlose Hobbywissenschaft. Okay. Wir sollten uns noch ein paar von diesen wunderschönen Himmelslasern zulegen. Wird knapp! Ja. Gewonnen? Yay, ich hab keine Ahnung, was das, wie man hier zusammenspielt, was das bringt. Ich hab auch nicht gemerkt, dass ich keine Kamera habe, aber hier, das haben wir geschafft. Wir sind die Guten, wir sind die Besten, wir... Ja, und ich dachte, ich spiele hier allein. Yeah, ich habe einen Fertigkeitenpunkt erhalten. Und eine Truhenzeugs hier. Ja. Gleich. Okay, tschüss. Danke, dass du da warst. Kolwülfülfül. Kollege hat das Spiel verlassen. Ich bin wieder allein in meiner Heimatbasis. Ja. Und wir kriegen Missionsbelohnungen. Ja, danke und... Wir schlagen zurück! Was wir jetzt noch brauchen, ist die leiseste Ahnung, was hier vor sich geht. Glücklicherweise habe ich jemanden an der Hand, der helfen könnte. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, der könnte völlig verrückt sein. Aber es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Mit ihm anbandeln und gucken, was er dann macht. Ja, Schwachstellenkenntnis. Wandpfeile. Den kann ich auch noch überlebende Einheiten freischalten. Ja, klar. Ah, Madame Esmeralda. Wie viel habe ich denn jetzt davon gekriegt? Ja, es ist eine Lage für Forschungspunkte und so weiter freigeschaltet. Olli! Was habe ich hier Forschen noch freigeschaltet? Was habe ich, wo habe ich denn hier Einheiten davon? Forschungspunkte 10. Der Schaden durch fernen Nahkampfwaffen 1%. Kondition, Regenerationsrate. Schild und Regenerationsrate oder erhöht Schäden durch Fallenfähigkeiten und Gadgets. Ja. Was soll's, ich hab's ja. 5 Stück habe ich noch. Könnte mit C einsammeln, wenn es denn aktiv wäre. Heute. Ja, oh, guck mal, hier kann ich was umsonst kriegen. Ganz schön mittelalterlich. Ja, du hast, worauf es ankommt. Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich da sammle. Ich nehm's einfach mal mit. Hätte ich noch eins für null? Auf der Suche nach Beute? Ende Gelände! Ja. Man kriegt hier einiges für den Singleplayer, für die Rette die Welt-Zeugs und nichts mehr. Hier kostet es noch Geld, das ist noch ein Upgrade-Name. Huch, sieht ganz... mit nach Hause. Olli. Ja, danke. Das kostet mich einen Lama-Punkt. Wie viele Lama-Punkte habe ich? Steht hier nirgends. Okay.